Woher kommst du? Gleich. Wie ist das? Mein Gott, fang doch schon mal an. Unsere Geschichte spielt in Brasilien. Ja. Brasilien, woran denkt man da? Sonne? Ja. Samba? Sie kommt gleich. Ein Moment. Frauen. Brauchen immer ein bisschen. Aber sie ist auch Vater. Jeden Moment kommt sie. Ganz bestimmt. Jeden Moment. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Also, Brasilien, Sonne, Samba und Fußball. Bola, jetzt... Natürlich, komm doch schon. Dies ist die Geschichte vom Torhüter Bilo Bilo und der berühmtesten Lederkugel der Welt, Bola. Und was ist das Richtigste? Für einen Ball? Richtig, ins Tor fliegen. Und darin war sie die Größte. Die Königin, die Zauberin, die Göttin, die Weltmeisterlichste. Ja, Sie haben richtig gehört. In Brasilien ist der Fußball eine Frau. Nicht so wie bei uns, wo man sich einen Mann vorstellt, mit allem, was dazugehört. Nein, in Brasilien ist sie die Queen, die Königin. Tja, man nannte sie auch ganz schlicht und einfach nur Fiora Redes. Was so viel heißt wie die Netzbrecherin. Tja, und Fiora Redes schoss die allermeisten Tore. Und die allergöttlichsten. Und die zauberhaftesten, wie gesagt. Und sie, zu Tode gefürchtet, von den Torhütern, oh, heiß geliebt, von den Stürmern. Weil ihre Tore, die waren niemals gleich. Manchmal, da schwebtest du wie ein Adler über das Spielfeld. Zielgerichtet, einen Korridor suchend, der geradewegs hinführte, hinein ins Tor. Oder sie schoss wie ein Kugelblitz hinein in die Maschen. Oder sie schwebte hinab wie ein müdes, welkes Herbstblatt im Wind. Hinein ins Tor. Oder sie trippelte vorbei an allen 44 Fußballbeinen. Vorbei, geradewegs, hinein ins Tor. Tor, 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 Tor. Bola, wir lieben sie. Sie ist Zauberin von brasilianischem Fußball. Sie ist die Königin. Sie ist die Weltmeisterin. Bola, du bist die Größte. Wie
ist die größte, natürlich. Hatte sie unter den Reportern ihre Fans und was für welche. Aber nicht nur unter den Reportern, sondern auch unter den Fans selber. Die waren aus aller Länder, Herrenländer herangereist, nur um sie zu bewundern. Übrigens, darunter war auch eine ganz merkwürdige Spezies von Fan. Niemand wusste, wie die hierher gekommen war. Hast du erquarft? Ich sagte jedes Mal. Du weißt ganz genau, wie ich daherkomme bin. Also gut, sagen wir es halt wieder die ganze Geschichte. Hör mal, ich bin in die 70er Jahre schon nach Brasilien gekommen. Ja, früher war ich beim Club. Zugegeben, jawohl. Da steht es, verstehst? Ja, am Anfang, ganz am Anfang, ja, beim Strehl und beim Mollock, da ging's ja noch, ne? Und beim Wabra, ne? Aber hör ich später dann, wo die Trainer angefangen haben mit dem Tierschutzverein, verstehst? Einer von den ersten Trainern in den 70er, da ist dann bergab gegangen, ne? Miro Hahn, oder so ähnlich. Ja, na freilich, das war einer von den ersten Trainern, ne? Na, die Federn sind freilich gescheit hochgeflogen, aber der Ball nicht, ne? Naja, dann haben sie ihn austauscht, ne? Da haben die nichts gekannt, ne? Vor die Chefs, ne? Freilich, ne? Dann haben sie den Entenmann genommen, ne? Freilich, der Entenmann, naja, der ist ein bisschen hinterher gewatschelt, ne? Oder die Spieler hinter ihm, aber alles ein wenig halbherzig, ne? Naja, dann haben sie ein wenig was mit einem Pelz genommen, haben sie einen Herrn Zobel genommen, naja, freilich, aber das hat nicht lang gedauert, dann haben sie wieder den Entenmann genommen, ne? Ist wieder ein bisschen gewachselt worden, ne? Ja, und dann haben sie einen Seebären genommen, gesehen hat er zwar nichts, aber nach, ne, ja, und ins Tor haben sie einen Fuchs reingestellt, ne? Und als Trainer haben sie dann einen Wolf reingestellt, und so weiter, und so weiter. Dann bin ich abgehaut, ne? Und dann wollte ich schon wieder noch, weil dann ist der Meier gekommen, der Geier, ne? Verstehst? Und dann ist es ein bisschen besser gegangen, ne? Ja, frei, und dann war der Club gar nicht mehr da. Da war alles schon verkauft an die Ami. Verstehst? Ans Easy Credit Zentrum haben sie es verscheppert, die ganze Angelegenheit, verstehst? Gesponsert sind sie von der Atommafia, verstehst? Zu fressen und saufen, dass du auch nichts mehr kriegst, keine Bratwurst, na, du hast bloß noch Kettering gehen, Kettering, verstehst? Easy Credit Kettering, weil die Armee Zipfel alles aufgekauft haben, verstehst? Na, freilich, hab ich gedacht, Ausschluss, fertig, sago, nichts geht mehr. Und dann bin ich nach Brasilien. Das ist doch ein ganz anderer Fußball. Sind wir doch immer ehrlich. Horch. Und in Brasilien, ne? Horch. Da drehen sie nicht so einen Ball wie die Prellbeck. Na, 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 na. In Brasilien ist der Ball ein Weib. Ein Weibsbild. Ja. Und was für eins, horch, die hat anschauen. Die hat um die tänzeln rum. Mit den Pirouetten und mit den Tanzschritten und mit Spielerei und mit Charme und mit Negereien und. So eine, verstehst? Ja, ja, die sind eingespielt. Die wissen ganz genau, wie sie behandeln. Ihre Bola, na freilich, und dann gibt's ihre Stürme, was ihnen beliebt, verstehst? Sozusagen. Behandelt einfach einmal gut und du kriegst alles, was du willst, ne? Meistens. Meistens. Spessler muss sein. Naja, jedenfalls, ne? Die Bola werden mal zu mir kommen, ne? Ich meine, das ist ein richtiges Original, ne? Ein Charme-Persönlichkeit, ne? Ich geht gerne mal mit ihr ein bisschen plaudern. Ich meine, das wird mir nicht schwer. Ich bin ein weltoffener Mensch, ne? Aber ich bin auch sehr eigen, genau wie sie, ne? Ich meine, warum sollten das nicht klappen? Eine Liebschaft mit einem, aus einem Schal und einem Ball, ne? Na, wenn sie mal kommen zu mir, ich würde sie mal fragen, ob er wen kann, was er guckt. Konversation machen, Fräulein Bola. Jetzt hab ich grad. Geht's nicht, ne? Wenn man vom Dings redet, na, ich hab jetzt grad von Ihnen geredet. Ja, Fräulein Bola, was ich Ihnen schon immer sagen wollte, Sie spielen sehr schön. Ja, das gefällt mir sau gut. I like it. Hä? I'm from Germany, Southern Bad, Frankonien, ja, ich habe, Meiersgobel, ja, Meiersgobel, Sie können aber richtig zu mir sagen, ja, vielleicht, ja, hat mich auch gefreut, Sie kennengelernt zu haben, aber wir kennen uns doch mal, na, ja, Fräulein Gobel, na, was sag ich denn,
Ich hab jetzt gesagt, Fräulein Gobel, wie komm ich da drauf? Ich bin fast ein wenig davon gedriftet, hab ein wenig gerannt, ne? Ich bin doch nicht wegen der Bola da, na, ich bin wegen der Stürmer da, vor allem wegen Diego, ne? Wegen Diego, Diego, ihr Ragazzonga, horch, das ist ein Mensch wie du und ich, ne? Aber horch, ne? Horch, wenn er spielt, ist er ganz brutal. Verstehst du, wo der noch haut, ne? Da bleibt kein Auge drum. Verstehst du, der zieht sein Nummer durch? Ja, Frage, das ist nicht so ein Weichei, verstehst du, der brüllt durch wie ein Stier, verstehst du? Ja, Frage, und dann brüllt das Neins da. Wo so ist, gehört, verstehst du, der Diego, horch, wo ist er eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich schon lange nicht mehr gesehen, ne? Aber, ach, da ist er ja. Grüß Gott, Diego. Eine Freischaustür aus. Novamente ele chegou com inspiração. Muito amor com emoção. Anga, Cacazonga! Ich bin Diego! Diego Ragazzonga! Seid ihr gekommen, ha? Mein Spieltrick zu sehen, kein Problem. Ganz einfach. Aber nicht nur. Nicht nur da musst du es haben, sondern auch hier. Ihr seht ihn im Spiel, alles live, hier wird nicht geschummelt. Hey Kabine 7, Baby, du wirst da sein, nach dem Spiel, wie immer. Oh, wer ist denn da? Sieh mal an. Na, Baby? Oh, sie kennt mich gar nicht. Na, mach nicht. Hauptsache, ich kenn dich. Ich bin's Diego, ich bin der, der dich in mein Tor drischt. Ja, Baby, der gute Diego. Ach ja. Er meint immer noch, dass er es ist, der hier das Spiel bestimmt. Hm? Alle lieben mich, Baby. Schau mal auf die Waden, Kleines. Und du verstehst. Du liebst mich. Du weißt es nur noch nicht, oder? Ah, hallo Bilo! Na, wie geht's? Alter Hühnerkönig! Schöne Schapka hast du da auf! Zeig mal! Lass mich! Ja. Hallo Bulla! Na, wie geht's? Hast du dich geärgert? Über Diego? Warum? Alle Welt liebt ihn. Er ist der Beste, er ist der Größte. Der beste Stürmer, den Brasilien jemals hatte. Warum hast du dich geärgert über ihn? Er hat wenigstens keine Angst. Hm? Angst, ja. Ich habe Angst. Vor den Massen. Wenn sie wieder kommen. Wenn ich dich wieder durchgelassen habe. Wenn sie wieder schreien. Hühnerkönig Zitterarm, Hühnerkönig Zitterarm, bleib daheim, Hühnerkönig Zitterarm, Hühnerkönig, Fliegenfänger, bleib daheim. Und abends, wenn ich nach so einem überstandenen Spiel endlich ins Bett falle, dann ist noch lang nichts überstanden. Dann bin ich mit den Spätfolgen beschäftigt, ja.
Es fängt immer an mit Albträumen, da höre ich die Stimmen immer noch. Hühnerkönig, Zitteralm, Hühnerkönig, Zitteralm, bleib daheim, Fliegenfänger, 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 Hühnerkönig, Zitteralm, bleib daheim. Hühnerkönig, Zitteralm. Es ist mir schwer, sie zum Schweigen zu bringen. Ja. Du könntest dich natürlich fragen, warum ich überhaupt Fußballer geworden bin. Du könntest dich das fragen, du bist ja der Superstar. Du, die glänzende Königin, hast mit nichts und niemand Probleme. Alle laufen dir hinterher. Soll ich dir mal ein Geständnis machen, Bola? Ich hasse Fußball. Hat nichts mit dir zu tun. Aber an sich hasse ich Fußball. Ich kann Fußball überhaupt nicht ausstehen. Ich bin nur Fußballer geworden, weil ich es liebe, auf diesem weichen Rasen zu stehen. Ja, und mir die Wolken anzuschauen, so komisch es klingt. Was glaubst du, was ich da oben schon alles gesehen habe? Das hat noch kein Mensch gesehen. Und während ich da träume, merke ich, dass ich irgendwo mich dazwischen bewege, zwischen der Erde und dem Himmel. Und dann sehe ich irgendwann zwischen der Erde und Himmel die Wolken, klar, aber irgendwas kommt auf mich zugerast. Etwas Rundes, Schwarz-Weißes. Ich überlege noch, was es sein könnte, welcher Planet. Und dann merke ich's, dass du es bist, die mir ganz nah gekommen ist in diesem Moment. Doch als ich es realisiere, bist du schon wieder an mir vorbeigezogen. Hinein ins Tor. Tja. Wir fliegen gemeinsam. Das haben wir gemeinsam. Aber meistens ist es so, dass du fliegst allein und ich alleine stehe. Tja, das ist unser Schicksal, hm? Mag sein. Lass uns spielen. Wir müssen hin. Das nächste Spiel beginnt. Bene, Anschluss ausgeführt, bene, sehr schnell geht das, voran Bola, unsere Königin, sie ist Zauberin vom brasilianischen Fußball, was für ein Tempo sie hat, diese Person, einziges Problem ist Bilo Bilo, sehr schlechter Torwart, man kann es dem Publikum nicht verdenken, wenn sie ihn auspfeifen, Hühnerkönig, Zitterarm, Fliegenfänger, bleibt zu Hause, das ist es, was sie immer singen, in allen Sprachen, international, aber Bilo Bilo ist schon auf seinem Posten, alle Achtung, Diego treibt Bola fantastisch nach vorne, Bola ist bereit über die Mittellinie hinaus. Rasend schnell kommt sie auf Bilos Tor zu. Er steht natürlich wieder ganz falsch, wie immer. Er kann Bola gar nicht kriegen. Sie ist schon so gut wie im Tor. Kollege, Schuss und... Was muss ich sehen? Bilo, Bilo? Bilo, Bilo hat Bola gehalten? Eine Sensation, schreiben Sie! Bilo, Bilo hat gehalten, ein unhaltbarer Ball! Ich wusste es, wenn man es darauf ankommt, dann kann man sich auf ihn verlassen. Unser Bilo, Bilo, er ist der Größte! Applaus, Applaus, Applaus! Schreiben Sie, Bilo hat einen unhaltbaren Ball gehalten! Ja, ich habe einen Ball gehalten! Und was für ein Bola, ein Ball, den man gar nicht kriegen hat können! Ich war auf der linken Seite von dem Pfosten und du kamst auf die rechte Seite zu. Ich hab dich gar nicht kriegen können, aber... Und mit einmal hatte ich dich im Arm. Nö. Aber wieso ist das überhaupt geschehen? Das hat doch gar nicht geschehen dürfen. Ich meine, rein technisch wäre das gar nicht möglich gewesen. Es gibt Dinge... Bilo, Bilo, zwischen Himmel und Erde, die gibt's eigentlich nicht. Ja, ja, eben. Aber trotzdem geschehen sie, diese Wunder. Hey, hallo, Diego. Wie geht's? Hast du ihn gesehen, den Ball? Unhaltbar. War gut, was? So, er hat einen Ball gehalten.
einen Ball gehalten. Na und? Ja, zugegeben, ein unhaltbarer Ball. Ja, war nicht möglich, dass man sowas kriegt normalerweise. Aber gut, gut, Zufall. Aber es war nur ein Ball. Einmal. Auch wenn er unhaltbar war. Na gut, sein Triumph. Was glaubt ihr, wie viele Bälle ich schon geschossen habe? 999! Und an Jano! Morgen werde ich den 1000. Ball schießen! Tor! Und mit wem werde ich dieses Tor schießen? Ich sag nur eins. Sie liebt mich. Sorgt also dafür, dass jemand im Kasten steht, der würdig ist, einen Ragazonga-Ball durchzulassen. Aber hört mir auf mit diesem Hühnerkönig. Bilo Bilo, der kann die Wolken anmalen, wenn er will. Dem hau ich den Ball mit der Harke rein. Geh weg, Krummnase. Ja, ja. Ist der wieder drauf? Mach du deine Arbeit, lass mir die meine. Ja, ich mach ja schon, Herr Diego. Herr Ragazonga. Nämlich Atmosphäre machen jetzt. Aber Bilo Bilo wurde ausgewählt als Torwart. Und am nächsten Morgen, noch bevor es hell wurde, stand er bereits ganz früh auf. Es war noch Nacht, klar. Und sah die Sterne noch. Der Himmel wurde ein bisschen rosa, aber kaum merklich. Alles war getaucht in ein blaues Mondlicht. Naja, so ging er hinaus ins Stadion. Morgen werden also die letzten Plätze ausverkauft sein und morgen würden sie wieder kommen, die Schreie, wenn er wieder Bola Fantastica durchlassen würde. Er fürchtete sich. Er wollte allein sein, aber er war nicht allein. Sie war da. Auf der Mitte des Spielfeldes. Und Bilo? Bilo, Bilo! Bilo! Ach, Bola, du bist da. Ich wollte allein sein, weißt du? Wir sind nicht allein. Wer ist bei uns? Sieh mal. Diego? Was macht er da? Am anderen Tor. Der sitzt ja da. Er kniet. Betet er? Warum? Er hat Angst. Vor wem? Vor dir. Vor mir? Vor mir braucht er keine Angst haben. Ich lasse ihm seinen Ball schon durch. Morgen, da habe ich keinen Zweifel. Er hat Angst davor, dass ich dir morgen in den Arm fall. In deine Arme, Bilo. Bilo, Bilo
konnte den Rest der Nacht sehr gut schlafen. So, die Sonne habe ich jetzt gemacht, weil es Sonnenbrille immer gescheiter unter in Brasilien. Ne? Ja, es muss alles still haben. Verstehst du? Nachts der Mond, der Nackte und am Tag Morning is broken mit dem Mond. Mit der Sonne freilich. Und die Atmosphäre sagt, macht die Atmosphäre ist die halbe Miete in so einem Fußballspiel. Ne? Ach, ich freue mich, ja. Ich glaube, es passt, ne? Ja, jetzt können wir die Zuschauer. Grüß Gott, sagen Sie mal. Wo ist die Nummer 3640, hä? Also meistens ist es immer ganz schön, wenn wir alles hergerichtet haben und... Na, wo ist die Nummer 3640, hab ich gefragt. Schau ich gewiss aus wie ein Platzanweiser, hä? Ich bin der Atmosphärenmacher, gell? Ach so, weil ich noch gemeint hab, Sie sprechen ja genauso wie ich. Kommen Sie auch von Nürnberg? Wie heißt der Ort? Nürnberg. Nürnberg? Na, ich bin aus Erlangen. Mach mich die Erlangen. Haben wir nichts zu tun. Na ja, ist ja wurscht. Jetzt geht's los. Ah, schau mal, du. Die Samba-Madler, wie sie da schon tanzen, du. Eine Stimmung. Wahnsinn, du. Schau dir die Leute an, wie sie drauf sind. Hammer, verstehst? Jawohl, wunderbar, ne? Auch wie jetzt wird der Ball ausgewählt, ne? Hammer, jawohl! Wähl den Ball aus, Schiedsrichter! Nicht den einen, nicht den zusammendrückten! Na! Der schaut aus wie ein Kakerla! Na, du musst den drunten nehmen! Den Schwarz-Weißen, die Bola sollst du nehmen! Jetzt hat er nur mal zwar das begriffen, siehst du das? Ans Telefon, hätte ich gesagt. Ja gut, jetzt hat er es begriffen. Man muss bloß mit den Leuten reden. Ne? Ach, bin ich aufgeregt. Ich brauche erst einmal eine Nervennahrung. Ne? Hör, da hol ich mir gleich einen Nürnberger Bratwurst. Ja, die haben alles international, sind die ausgestattet. So. Oh, heiliges Blechler. Meine Damen und Herren. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Spiel des Jahrtausends. Diego Ragazzonga wird heute sein angekündigter tausendstes Tor schießen. Gerade betreten die Mannschaften feierlich das Spielfeld. Vorneweg Diego Ragazzonga mit Bola Fantastica im Arm. Man erzählt sich ja einiges über die beiden. Es scheint ja irgendwie gekriselt zu haben zwischen den beiden, aber das braucht uns heute nicht bekümmern. Wir freuen uns auf das tausendste Tor. Nun... ich warte nur noch auf den Schiedsrichter Pfiff. Es müsste eigentlich soweit sein. Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Was macht der? Anstoß angeführt. Bene, sehr schnell geht das. Diego Ragazzonga treibt Bola Fantastica nach vorne. Noch ist Schluss. Nein, noch nicht. Aber Bilo. Fantastica nach vorne. Schuss. Bilo kann Bola unter sich begraben. Abschlag vom Tor. Der Ball fliegt in einem hohen Bogen. Doch was ist das? Ein unerwarteter Gegenangriff. Das Tor wäre das. Das gibt's nicht. Ja, Tor. 1-0 gegen Diego Ragazzonga. Aber Diego ist eine Kämpfernatur eingegeben. Auch im Abgeben ist er diesmal großzügiger. Diego gibt auf Carlos. Carlos gibt auf Roberto. Roberto auf Leonardo. Der
hier auf Sergio. Diego ist in der Zwischenzeit vorgesprintet. Sergio gibt den Ball in einen unglaublichen steilen, hohen Kerze hinein in den Strafraum. Jetzt hat Diego Ragazzonga Bola auf dem Fuß, aber er bleibt hängen. Kommt zu Fall. Alle schauen auf Diego. Was ist mit ihm? Wo ist überhaupt Bola? Fantastica. Oh nein, sie ist bereits beim Gegner in voller Kraft. Zagallo in einem Fall, Rückzieher Richtung Tor. Dort erwartet ihn bereits Stunga. Dunga, ding, dong, dung, ding, dong, dung, 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 Dunga donnert den Ball ins Tor. 2:0 gegen Diego. Diego, wir flehen dich an. Nimm dein Herz in beide Beine. Er versucht es auf neue. Tormann gibt auf Diego. Diego trippelt. Er ist sehr gut im Schritt. Alle Achtung. Doch wer macht sich da von der Seite an ihn heran? Das ist niemand anders als der Liebling aller Frauen. Unser schöner Ronaldo. Der nimmt ihm den Ball einfach weg. Souveräner geht es gar nicht. Oder könnte man sagen, unverschämt, wie er jetzt Diego anlächelt oder grinst, als ob er sagen würde, sorry, du Kollege, ich bin nun mal besser. Er trippelt, geht auf Ronaldinho, auf Leonardo, der vom rechten Flügel auf Robinho, dem kleinsten, aber schnellsten der Mannschaft. So schnell sehen Sie, wie da sein eigener Schatten ihn überholt, mitsamt dem Ball, den er dann auf Ronaldinho gibt, der hier das Sagen hat, aber nicht viel Aufsehens davon macht. Er tänzelt immer mit einem Lächeln, gibt den Ball pro forma auf Adriano, den Bomber, der auf Pepetto und wieder zurück auf Ronaldinho und der tänzeln schiebt der Boller hinein. Wie Butter ins Tor. 3:0 gegen Diego. Meine Güte, halt dich mit du sein Brustküchne. Legst mich wieder. Noch 2 Minuten. Was? Ich glaube, ich krieg die Fringen. 2 Minuten, da läuft doch nichts mehr. Wo ich so lang bei den depperten Brotwurstbuden? Als mich wie schauen der Diego, da kriegst du ja die Angst. So, mein Hund, da geht in die Move 1:1000. Ja, Diego schaut in der Tat fürchterlich aus. Sein ganzer Gesichtsausdruck, sein ganzes Wesen scheint sich verwandelt zu haben in einen Stier. Dieser Vergleich dreht sich einem auf mit einem Stier, mit einem schäumenden Maul sozusagen. Aber egal, jetzt ist Diego am Zug. Diego, du hast es uns versprochen. Er rast los wie ein Orkan in einem unglaublichen Tempo. Gnadenlos gegen sich und seine Gegner. Er gibt jetzt auch nicht mehr ab. Er will seine Nummer alleine durchziehen. Diego, Diego, genau so wollen wir dich. Lass uns nicht unterkriegen. Da rast er dahin wie ein Stern, ein Komet, unser Liebster. Diego, Ego, Diego, Ego, Diego, Ego, Diego. Er ist über die Mittellinie reingefegt in den Strafraum. Jetzt wird der Bola hineindonnern. Doch, Mikrofon, lautsprecher, 11 Meter, das war eindeutig. Heute Platten hängt, das will ich nur mal sehen. Das war eindeutig, du kannst mal wieder zählen. Spiel zurück. Wie bitte? Zum Spiel zurück? Sonst lernst du einen wild gewordenen Franken kennen. Warte mal, da ist dein Stier vor unten, er dreht dagegen, no? Müssen wir vor, hinein in den Strafraum, das war eine. Noch weiter zurück, willst du das bald? Müssen wir, willst du weit zurück? Müssen wir vor, jetzt langt. Hopp. Wie ein Stern und ein Komet, unser Gebieter Diego, Ego, Diego, Ego. Er ist über die Bindellinie hinaus und reingerast in den Strafraum. Jetzt wird der Bola hineindonnern. Doch es ist unglaublich. Jetzt kommt er zu Fall. Wie konnte das passieren? Wer war das? Wer steht da in der Nähe? Pepetto. Es ist Pepetto, der ihn das Bein gestellt hat. 11 Meter. Was war das? Ich glaube, ich häng. Ich krieg die Frecken, du. Das war doch kein Elfer. Warte, kann man das stolpern über seine eigenen Haxen? Das ist doch ein Blinder mit Kriegsstock. Jetzt langt's mir. Erst warte ich fast 90 Minuten auf mein Bratwurst, dann ist kein Nürnberger, sondern irgendwie so ein Regensburger Kirchturmzipfel, dann ist er verbrennt und aus Tofu auch noch. Hör mal. Und dann gibt's nur 2 Minuten und mit einem Elfer, der überhaupt keiner war, da gehe ich gleich wieder zum Club, da gibt's wenigstens ehrliche Bratwurstzipfel. Also warten Sie doch, so warten Sie! Ich habe es Ihnen versprochen, vertrauen Sie mir, na Freilich, weil er auf den Schotter drauf hängt. Freilich, das kann ich mir so denken. Eine unglaubliche Spannung im Stadion. Man hört die Nadel fallen. Diego legt Bola Fantastica auf den Elfenbeterpunkt. Diego steht bereit. Er läuft los, bremst kurz vor dem Schuss. Was ist? Ja, weil der Ball 2 Millimeter zu weit hinten gelegen ist. Ein neuer Versuch. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Allmächtig, warum? Weil der Ball 2 Millimeter zu weit vorn gelegen ist. Doch alle Versuche sind 3. Da, jetzt rennt er. Schuss und... Das gibt's doch nicht. Das schaue ich mir jetzt daheim an. Im Fernsehen. Schwarz-Weiß.
Das glaube ich nicht. Ich will's nicht mehr sehen. Brauchst du auch nicht. Ich kann's nicht mehr sehen. Zieh's mir ab. Deine Glotze. Ganz da oben. Jetzt brauchst du keine Brille mehr. So, das gibt's doch nicht. Das ist ja Beschiss. Tja, was war geschehen? Nachdem Diego sich den Ball das dritte Mal zurechtgelegt hatte, schoss er tatsächlich. So, jetzt die Zuschauer in der ersten Reihe bitte ein bisschen Kopf einziehen, ja? Gut, danke. Hat er mir einen Tritt versetzt? Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Und ich bin aufs Tor zu. Aber Bilo Bilo stand gar nicht im Tor. Er stand nicht im rechten Eck und auch nicht im linken. Er stand daneben. Da bin ich auf ihn zu und hab die Kurve gekratzt. Bilo wich aus. Ich hinter ihm her. 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 Und bei der anderen Seite, beim anderen Tor, da schließlich. Da hat sie mich gekriegt. Da habe ich ihn gekriegt. Das Spiel war aus. Man hat uns sogar einen Pokal überreicht. Allerdings mit einem kleinen Wehmutstropfen. Eine Inschrift unten auf dem Boden des Pokals. Für Bilo und Bola. Lasst euch beide nie wieder auf irgendeinem Spielfeld dieser Welt blicken. Die Spielleitung. Tja. Und von der Abfindung haben wir uns diese kleine Insel hier gekauft. Aber die ist bald aufgebraucht, diese Abfindung. Aber wir können ganz gut leben, weil man sieht ja, es kommen immer noch Menschen, die sich unsere Geschichte anhören wollen. Diese unmögliche Liebesgeschichte. Diego hat sich übrigens die Nachbarinsel gekauft. Wir besuchen uns manchmal. Mit dem Bötchen.